Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer MG Muss mit. So, und wir dürfen mal wieder trainieren und das machen wir auch. So, unseren Jamison, unsere super Jamison, der könnte mal ein bisschen Kurzpass, ne? Mal gucken, wo wir hier eventuell mal Kurzpass ein bisschen auf ihn drauf kloppen können. Kurzpass kriegt er irgendwie nirgends. Ich sehe es zumindest nicht. Ja, komm, dann macht er Ballbesitz halten. So, ist ja auch Wurst. Flügelspieler Kessel ist ja unser, auch ein schöner Newcomer. Warte mal, wo fehlt es bei ihm denn? Das sieht man es eigentlich recht schön. Bei Flanken. Flanken ist natürlich kacke. Kurzpässe, Stellungsspiel. Ah, Kurzpässe, überall Kurzpässe. Was soll denn das? Dass ich das nicht trainieren kann, was ich trainieren will. Ja, Tempo-Dribbling, komm. Tempo-Dribbling muss jetzt. So, was können wir noch machen? Meffert. Meffert ist 15, der hat noch Potenzial und dazu einiges. Ach, ihr kriegt hier durchsetzen. So, Mittelfeld. Zu Gosenes ist schon gesagt worden, da können wir schon, den könnte man schon zielen. Aber nö, muss jetzt noch nicht. Stellungsspiel ist bei dem noch nicht so gut. Die Wertung von ihm ist einfach schon genial, muss man einfach sagen. Aber auf jeden Fall wird der noch gefördert. So, vielleicht irgendwo, wo er nicht so viel hat. Ja, mach mal so mal. Und. Innenverteidigung habe ich noch keinen jungen Torhüter. Ja, könnte ich unseren Torhüter ja noch ein bisschen fördern. Ihn habe ich schon. Flügelspieler Meffert habe ich. Ja, Huber, nee, Innenverteidiger, wenn dann Außenverteidiger auch nicht. Machen wir unseren Torhüter, unseren Jungen. Geben wir ein schweres Training, der soll sich hier heute mal beweisen. Alle simulieren wie eh und je, weil ich nicht unbedingt Lust habe, das alles selber zu machen. Ja, Gosenes ist ja echt brutal. Meffert macht auch einen steilen Aufstieg durch. Echt cool, echt cool. So. Ja, wir haben auch im Büro eine Nachricht. Hier gehen wir an eine Pressekonferenz, da nehmen wir natürlich auch noch teil. Unsere Bielefelder motivieren wir noch ein Stück. Wir haben uns ja momentan den ersten Platz in der Tabelle erkämpft. Ist aber eine hauchdünne Führung hier, 2 Punkte nur. So, wir simulieren noch ein Stück. Oh, wir haben 3 Nachrichten noch, 4 sogar. Gucke ich mal durch. So, Trainerstelle bei 1. FCN. Nee. Monatlicher Bericht der Jugendmannschaft. Ja, wie immer. Gosenes. Also der ist schon irgendwo extrem geil. Also der wird eine ganz große Nummer. Geißelmann, der braucht noch ein Stück. Und Meffert, der ist halt erstmal 15 und macht echt schon was her. Der muss halt noch ein bisschen werden. Potenzial ist halt nicht mehr so hoch, wie es mir schon mal angezeigt wurde. Ist ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall 72 bis 76 ist ein gutes Rating. Kann man nichts sagen. So, er wird halt brutal. Ich bin halt wirklich am Überlegen, nehme ich ihn schon mit rein oder nicht. Ich warte noch ein bisschen, oder? Ich will ihn halt auch nicht zu früh spielen lassen. So, Scout-Bericht. Okay, gucken wir mal durch. So, er wird eh schon beobachtet. Naja. Was? Die nächste Transferphase. Den Jungs beim Spielen zu sehen und zu wissen, dass ich nicht mitspielen darf, ist deprimierend. Ich wäre froh, wenn ich auf Leihbasis den Verein wechseln dürfte. Schriffler. Unser Rechtsverteidiger.
Okay, wir müssen auf rechts echt mal wechseln. Heute ist sowieso mal so ein Tag, da wo gewechselt werden muss, weil wir wieder eine englische Woche haben und da muss natürlich viel hier rumkommen. Sind die unterschiedlich genug? Ja, würde ich schon sagen. So, wir gehen ins Teammanagement. So, Nöte ist auch fertig. Ist ja geil. Ich habe zwei kaputte Stürmer hier. So, dann nehme ich lieber Klos mit. So, Schriffler. Schriffler hat sich beschwert. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Ach komm. Darfst du hier mal für lang heute? Aber lang kommt natürlich hier auf die Ersatzbank. Der hat sich ja gut erholen können. So, dann gucke ich mal. Hämlein hat auch spielen müssen, so ein bisschen zumindest. Ist nicht so gut. So, Afane, Schuppan ist ein bisschen fertig. Linksverteidiger. Ich bringe Lang als Linksverteidiger heute. Komme, was wolle. Ich muss heute echt gut durchwechseln. Horing kommt heute. Und ja, Salga ist momentan nicht so geil drauf, aber nehme ich mal mit. Unseren jungen Torwart nehme ich heute mit für Schuppern. Vielleicht bietet sich ja die Möglichkeit, dass ich ihn einwechsel, wenn ich vorn bin. Es würde ihn natürlich auch freuen, würde ihn natürlich glücklich machen. Und für den Fall der Fälle ist es natürlich nie schlecht, jemanden dabei zu haben. So, Flanken. Flanken rein und reinschießen. Okay, wird gemacht. So, Flanke kommt. Oh, schade. Die kam nicht ganz. So, Flanke kommt. Ach komm, ey. Was soll denn das? So, nächste Flanke. Bups, drin ist er. Geht doch. Ab und an geht's doch. Oh, da war man im Abseits. So wie es aussieht. Ach komm. Oh, bin ich außerhalb dem Bereich, oder? Nee, doch nicht. So, dranbleiben. So, rausziehen. Bups. Ja, schön geköpft hier. So, Ball kommt nicht. Schade. Muss ich ein bisschen früher hier ansetzen? Sieht man hier im Training allein schon. Ja. So, einfach mal drauf hier. Oh, kommt aber schön auf den Mann. Besser als nix. So, Kopfball drin ist er. Perfekto. Boah, schön eingeköpft. So, Ball kommt. Ah, Verteidiger ist dazwischen. Naja, kann man nichts machen. Ey. So, wups. Ah, ich habe ihn noch reinbringen können. Es war nicht gut, aber brauchbar. So. Oh, kommt auf den Mann und drin ist er. Sauber. So, nächste Flanke. Oh, Torwart dran. So, 7 Sekunden haben wir noch. Oh. Der kam mehr oder weniger auf den Mann. Auch wenn der Verteidiger genoopt hat. Der Gude. Nur oh, vorbeigeköpft. Aber naja, passt schon. Ein D zumindestens. So, heute dürfen wir gegen Bochum spielen. Und wir sind auswärts. Jo, wir geben natürlich wieder unser Bestes wie eh und je. Dass wir einfach, ja, hier unsere Führung in der Tabelle einfach mal behaupten können. Huch, da ist er einfach mal durchgegangen. Die kleine Sau. So, dranbleiben. Ah, die Flanke kommt schlecht. Das ist gut so. Wenn sie schlecht kommt, gefällt mir dann schon super. So, Hesel, weiter Ball. Danke. Kopfballduell. Sauber, gut gemacht. Oh, aber dann solche Pässe wieder. So, erstmal hier hinten Ruhe reinbringen. Hier die ein oder andere Lücke suchen. So, und dann losschicken. Oh, schade. Wollte ich über den Flügel ein bisschen rennen. Aber wenn der dann zu weit kommt, ist es schlecht. Weil dann kann man nichts machen. So, schön. Boah, schön dazwischen gegangen. So, nochmal zurückpassen. Oh, muss ja auch mal sein. Aber so ein Fehlpass darf nicht passieren, Jungs. Das kann böse enden. So, schön ein bisschen weggeköpft.
Oh, da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Oh, an die Latte. Weg damit. Danke. Boah. Van der Biesen. Mein Notnagel heute. Ah, shit. Der kommt nicht zu Jamison. Da schieße ich einfach nur den Verteidiger an, der da natürlich auf Höhe steht. Oh. Dranbleiben. Sauber. So, schöner Flankenwechsel mit einem flachen Ball. So, Junglas, komm, setz dich durch. Sauber, Junglas, putz! 1-0, die Führung in der 14. Minute durch Junglas, der sich da wunderschön durch die Mitte gesnackt hat. Und dann sind wir 1-0 vorne. Schon mal beruhigend, so ein bisschen zumindest. Ja. Schöner Pass von Jamison und dann ist der einfach mal drin, weil, ja, ein kleiner Verteidigungsfehler. Ja, haben wir knallhart ausgenutzt. So muss das sein, so gehört sich das. Wenn man so kleine Fehler des Gegners sofort bestraft, das zwingt auch die Moral des Gegners ein bisschen im Boden. Muss man ja so, oh, einfach mal sagen. So, dranbleiben. Sauber, schön durchgesetzt hier. Oh, ah, da kommen wir nicht hin. Kopfball. Oh, shit. Eine Kerze. Ah, Gegner ist dran. Ah, gibt hier nochmal zurück. Ah, wir stiften hier ein bisschen Unruhe. Das kommt uns vielleicht zugute. Aber nur vielleicht. Wenn wir hier die Unruhe stiften. Oh. So, natürlich rennen wir uns da vorne natürlich auch tot. Wenn wir hier so reingehen. Dann können wir hier für den Konter natürlich nicht viel machen. Wieso habe ich hier ein Foulspiel produziert? Ich weiß es nicht, wie ich das gemacht habe, aber es war so. So, jetzt aufpassen. So, Hesel hat den. Wunderbar. So, den werfe ich hier hoch. Hemlein steht da mal bereit. So, wer kommt denn da? Ah, Van der Biesen kommt nicht hin. Ist ein bisschen schade. So, die wollen hier überm Flügel. Nix gibt's. Ah, shit. Da kommt eine Flanke, aber die ist nicht gut. Oh! Wurde zum Seitenwechsel, diese Flanke. Oh, Ball annehmen. Wunderbar. Jamison. So, setz dich durch hier. So, rüber zu Van der Biesen. Er will sich heute natürlich auch ein bisschen beweisen. Stand jetzt schon lange nicht mehr in der Startaufstellung. Aber natürlich, er ist mein Notnagel, muss man ja fast sagen. Mein vierter Mann, den ich ab und an mal einsetze. Sauber dazwischen gegangen. Kann man nichts sagen. So, 75% der Pässe bringen wir nur durch. Ist jetzt nicht unbedingt berauschend, diese Statistik, aber da ist die Lücke. Hemlein bringt die Flanke. Jamison kommt nicht hin, schade. Afane hat den Ball. Kann abziehen. Putz, drin ist er. 0-2. Schön von Afane da einfach mal in die Mitte gezogen und dann zieht er da in der Mitte ab. Wunderschön gespielt von ihm. Hat er gut gemacht. Da geht der Ball raus. Afane nimmt den an und er fässt sich ein Herz und sieht die Lücke und nutzt sie. Wunderbar, 2-0. Direkt zu Anfang. In der 32. Minute hat er es geschossen, der gute Herr. Ja, das tut ihm auch wieder mal gut, wenn er sowas hier fabriziert. So ein schönes Ding, du. So, dranbleiben. So, sauber. So, Van der Biesen. Läuft hier schön. Boah. Werde ich hier umgelegt. Ah, shit. Da war ich noch dran. Ah, nee, doch nicht. Oh, rüber damit. So ein bisschen zumindest. Da ist eine Lücke. Junglas. Probiert's mal. Kann man ja mal machen. So, Ecke. Hemlein, Tritze. Ecke kommt. Jamison. Putz! 3-0. Alter, nee. Wer hat's denn? Da war noch jemand dran. Da hat Jamison. Wurde das Tor von Jamison jemand.
klaut hier jemand. Ja, weil er ganz leicht noch mit dem Kopf dran war. Ja, sauber. Klaut er ihm den Ball, Tor. Ja, Jungglas. Ja, tut ihm auch gut. In Gottes Namen. Kann man ja mal so lassen. Muss man ja sagen. So, dranbleiben. Ja, da komme ich nicht hinterher. Schade. So, kommt schon. Ah, shit. Oh, so, Hammer. So, Jamison als Ballverteiler heute. Jungglas ist auch dabei. Boah, komm, ey. Foulspiel, würde ich auch mal sagen. So, Jamison kriegt den. Boah, der geht drüber. Schade, kann man ja mal probieren. So aus der Distanz. Hat ja schon mal funktioniert. Also 3-0 ist schon eine Hausmarke gerade. Und das zur Halbzeit. So, wir schießen uns da echt warm. Läuft irgendwie gut. Und das tut der ganzen Mannschaft gut, wenn man sowas einfach mal veranstaltet. 2 Minuten Nachspielzeit hier in der ersten Hälfte werden signalisiert. Auf der Außenlinie. So, die 2 Minuten sind um. Dieser Freistoß darf noch gemacht werden. Aber dann ist, glaube ich, mal gut. So, wenn wir den wegbringen. Ist alles super. Ah. Sauber. Da ist Halbzeit. Freut mich, freut mich, freut mich. So. Jetzt gibt's eins. Jetzt direkt zur Halbzeit. Wenn wir hier schon so gut vorne liegen und das zur Halbzeit, dann muss dieser Wechsel her. Dass wir einfach mal den jungen Torwart mal nutzen. Wieso nicht? Kann ja auch mal nicht schlecht sein. So, ihm gleich mal den Ball geben. So ein bisschen Ballkontakt schnuppern. Dass hier eventuell was gehen könnte. Oh, dass er hier bis in die Haarspitzen motiviert ist. Shit, da komme ich nicht hin. Ah. Ah, Schütz hier sehr weit mit aufgerückt. So, dranbleiben. Aber 3-0-Führung ist schon mal echt geil. Also, mit der kann man arbeiten. So, es regnet mal schon wieder. Also ziemlich regnerisch diese Saison. Oh, dranbleiben, dranbleiben. Oh. Ja, oh, der geht drüber. Weit weg. Keine merkliche Machart für ihn. So. Oder nicht viel zu tun für ihn. So, Kopfballduell. Gewinnen wir nicht. So. Erste Tat von ihm. Schön ausgeworfen. Kann man nichts sagen. Oh. Schlecht angenommen von meinem Spieler hier. Oh, Parade. Und der ist Außennetz. Oder sogar abseits. Gott. Was tut ihm gut? Das Bauden auf. Das braucht man für einen jungen Torwart. So ein bisschen aufbauen. Ah, oh, komme ich nicht mehr am Ball, dass ich den Pass spielen kann. Oh, geht halt ran. Wäre halt schön. Oh, da renne ich ihn nur nieder. Das ist zu Recht. Ja, komm, dann gibt er zurück und kriegt den Vorteil. Ist klar, ne? Kann man ja mal machen. So, schön reingegrätscht. Kein Ding, du. Van der Biesen. Läuft gut. Ah, da wollte ich Jamison unbedingt den Ball auflegen. Dass er den rein macht, aber naja. Afane bringt die Ecke. Kopfball, schade, wird nichts. Flanke kommt instant. Und, oh, an den Pfosten und rein. Eigentor. War das wieder Jungglas? Nee, irgendjemand anders. Schütz? Nee, wo? Wer war das jetzt? Wer war das, der da jubelt? Ah, nee. Wird als Eigentor angezeigt. Schade. Aber jubeln kann er ja mal. Soll er in diesem Glauben bleiben, das ist Tor geschossen zu haben? So baut ein Spieler immer ungemein auf. So. Jamison. Ah, kann sich hier nicht durchsetzen. Sehr schade.
So, 4-0 oder 0-4. Der Wahnsinn. Da ist eigentlich der Drups so gut wie gelutscht. Da war es eine gute Aktion, den Torwart noch zu wechseln zur Halbzeit. Huch, da habe ich den Ball vergeben. So, nochmal wechseln hier. Oh, Klos kann draußen bleiben. So, ach komm. Benamar darf heute auch noch. Und ich wechsle hier den ZTM noch ein. So, dann bin ich ja eh fertig. Dann war es das für heute. Sind wir eh schon fast tot. Oh, schön gehalten. So, ich schieße mal ins Aus. Einfach nur, weil ich die Einwechslungen haben will. Dann ist das schon mal passiert. Einfach mal so. So, dranbleiben, Van der Biesen. Ja, kommt nicht ganz hinterher. So, dranbleiben. So, Klos und Nöte können sich ja jetzt ausruhen. Für diese Partie. Und können dann am Wochenende wieder durchstarten. Oh, da kriegen wir das Gegentor. Naja, kommt vor. In Gottes Namen, war stramm geschossen. Da muss sich unser junger Torwart keine Gedanken machen. War auch ein ziemlicher Abwehrfehler da hinten. Naja, ich hoffe, es baut ihn trotzdem auf, dass ich ihn hier mal in die Mannschaft genommen habe. Oh shit, der war blöd, aber den haben wir wieder schön mitgenommen. So, das schreit nach Rache. Hemmlein. 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 Zu eigensinnig. Und Junglas zieht einfach mal direkt ab. Der Wahnsinn. Der ist heute in Torlaune, der gute Herr. Der will sich auch wieder zeigen. Der weiß, was in der Jugend nachkommt. Und dass das eigentlich sein Untergang bedeuten könnte. Ah. Ziehe ich wirklich das Foulspiel? Mensch. So. Freistoß. Oh, geht weit in unsere Hälfte hinein. Aber ungefährlich. So, was mache ich denn hier für ein Passspiel? Jamison. Boah. Jamison hatte zwar ein Tor, muss man ja sagen. Aber es wurde ihm mehr oder weniger nicht anerkannt, weil noch ein Spieler von uns dran war bei dem beim Abziehen. Das ist natürlich blöd gewesen. Aber naja, er kann ja nicht jedes Mal ein Tor schießen. Kann ja nicht immer funktionieren. Oh! Was war denn das jetzt bitte für eine Aktion? Okay. Oh, schön rausgefaustet. Schönes Ding, du. Oh, komm. Boah, Jamison setzt sich gut durch. Oh, zieht der den drüber. Mensch. Der will heute nicht mehr treffen, oder wie? Naja, kann man nichts machen. Kopfballduell? Nee. Kommt nicht. Schade. Aber 5 zu 1 wäre halt schon eine Demonstration vom Herrn. So, dranbleiben. Es kann ja nicht wahr sein. So, wups. Und da ist er weg. Da ist er weg. Ist er erstmal im Aus. Kann man schon mal gebrauchen. Schön. Ah, nicht durchgekommen, der Ball. So. Aufbauen nochmal. Vor dem Gegner. Oh. Van der Biesen, zu langsam. Der kriegt auch schon auf dem Zahnfleisch. Also den haben wir gut rennen lassen, die 45 Minuten. Ist nicht unbedingt ein Mann, mit der, wie man in den, auf dem, wie man in der Zukunft bauen kann. Weil er einfach mittlerweile zu schnell fertig ist. Ihm fehlt halt die nötige Ausdauer mittlerweile. Schöner weiter Ball. So, Jamison schicken. So, alle mit der Ruhe hier. Ah. Alter, kommen wir da gerade nicht durch. Aber ohne Witz nicht. Sauber. So, raus auf Jamison. Der zieht in 16er. Mensch. Kann man nicht abziehen. Kann er nicht abziehen. Aber egal, wir gewinnen 4 zu 1. Ja, ein super Ergebnis für unsere Mannschaft.
Das sichert uns wieder weitere 3 Punkte, die für den Aufstieg sehr wichtig werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.